Aber eigentlich bin ich voll der Entspannte. Versuche alles zu geben, um das Land zu repräsentieren. Man weiß ja nie, was noch kommt. Hi Dennis, willkommen bei der Nationalmannschaft. Jetzt mal ehrlich, wie oft musstest du dich in der letzten Zeit kneifen? Ich konnte es nicht glauben. Bis jetzt, heute Morgen, weil ich mir immer dachte, so, von wo ich gekommen bin, wo ich jetzt bin, dass ich den Anruf bekommen habe, das war mein Traum. Ich bin deswegen nach Stuttgart gewechselt und habe ich es einfach jetzt erreicht. Deswegen so, ist es surreal für mich. Ja, kann man nur gratulieren, wirklich großartig. Beschreib mal deine bisherige Karriere in drei Worten. Hart, fast unmöglich, das sind zwei Wörter. Und spaßig, die drei Wörter. Sehr gut. Tor vorbereiten oder selbst erzielen? Vorbereiten. Tor vorbereiten. Ja, das macht mir mehr Spaß, also freue ich mich mehr darüber, als wenn ich ein Tor mache, weil ich dann dazu beigetragen habe, dass ein anderer ein Tor gemacht hat. Das finde ich Stürmer ungewöhnlich und bei einer Vorlage von dir freuen sich zwei Leute. Genau, und nicht nur einer. Ja. Welche Erinnerungen hast du an den Bolzplatz? Spielt ja bei dir auch eine große Rolle, ne? Ja, 100%. Ich war damals immer nach der Schule, als ich nach Hause gekommen bin, kurz gegessen, eine Flasche Wasser oder Eis, okay, Wasser nicht, eine Flasche Eistee mitgenommen, Tetrapack-Dinger und dann einfach auf den Bolzplatz gegangen und da waren da 20, 30 Leute und dann haben wir einfach gegeneinander gespielt. Es gab gewisse Spiele, hoch hinein hatten wir damals, Weltmeister haben wir gespielt, dann haben wir auch ganz, also 11 gegen 11 gespielt, so einfach alles und dann nur gezockt. Geil, gute Zeit. Ja, richtig gut. Wie stehst du zu Trash-Talk auf dem Platz? Bist du aktiv, wenn du spielst? Also, wenn einer Trash-Talk mit mir macht, ich bin nicht abgeneigt, aber dann soll er erwarten, dass es von mir auf die ekligste Weise geht, weil wenn du anfängst, dann musst du mit einer Reaktion rechnen. Aber eigentlich bin ich voll der Entspannte, ich bin nur am Lachen, ich mache Witze. Ich bin ganz entspannt im Spiel, aber es kommt dann immer darauf an, was für ein Gegenspieler das ist. Bis jetzt ist noch nicht aufgetreten, dass jemand mit mir Trash-Talk hatte, weil ich glaube, ich so einfach ganz entspannt bin, immer am Lachen bin, aber man weiß ja nie, was noch kommt. Was ist so das Witzigste, was da jemals so auf dem Platz passiert ist? Kommt dir da direkt was an in den Kopf, vielleicht so ein Gegenspieler, der irgendwie... Nee, eher sogar ein Mitspieler, wo ich mich dann die ganze Zeit totgelacht habe. Das war leider in Heidenheim, Niederlage hatten wir da. Da hat aber, glaube ich, kurz vor Ende der Dachs so einen Torschuss gehabt und ich glaube, wo der Ball herkam, da ist der Ball auch wieder hingeflogen, statt Richtung Tor. Und dann habe ich mich halt totgelacht. Wer war dein bisher härtester Gegenspieler? Der härteste Gegenspieler? Ja, muss ich glaube ich sagen, Upamecano. Der zieht auch komplett durch und ich muss mich da erst umstellen, weil sonst in der Bundesliga, wenn du jemanden einen Körper gibst, der mal fliegt, dann wird direkt Foul gepfiffen, also wenn ich jemanden eingebe. Und der war einer, wo ich dann ruhig gemacht habe, aber er dann immer richtig reingekommen ist. Und dann solche Spieler mag ich halt am meisten so. Dann kann ich auch meine ganze Kraft machen, weil ich weiß, der lässt sich nicht fallen. Und halt kompakt, stark, schnell, hat alles eigentlich. Sehr gut. Fish and Chips oder Maultaschen? Sucuk mit Ei. Okay, lass ich durchgehen. Was ist das Schönste an Stuttgart? Sind die Leute, muss ich sagen. Sind alle sehr entspannt, sehr nett. Deine absolute Lieblingsstadt. Hast du eine? Meine absolute Lieblingsstadt? Achim. Okay. Der berühmteste Kontakt in deinem Handy. Boah, der berühmteste Kontakt in meinem Handy. Casey Rebel. Ah, krass. Ja, wie kommt das zustande? Ich habe mal ein YouTube-Video Find the Pro von meinem Bruder Diar gedreht und da war er mit in der Jury und dann Kontakt ausgetauscht und er kommt ja auch aus Stuttgart deswegen. Dein letzter Urlaub war in? In Hawaii. Hawaii? LA und Hawaii. Okay, Hawaii ist Reise wert? Ja, 100%. Wie du dir das vorstellst, so im Bilderbuch. Perfekt, Wetter war gut, Essen war top, Strand, alles war. Ich muss sagen, Hawaii war mein schönster Urlaub bis jetzt. Quasi schönster Urlaub dann zum VfB? Genau, so mit Frau und dann alles direkt mitgenommen. EM im eigenen Land, was macht das mit dir, wenn du das nur hörst? Wenn ich dabei sein sollte, ich bin euphorisch. Wir versuchen alles zu geben oder ich versuche alles zu geben, um das Land zu repräsentieren und um die Bürger stolz zu machen, die den Fußball verfolgen und alle, die hier leben. Und das sollte das Ziel sein und wie gesagt, ich bin einfach überglücklich, dass ich, wenn ich dabei sein sollte, Teil der Mannschaft sein kann.
Okay. Wer war der Held deiner Kindheit? Hattest du ein Vorbild als Kind? Gar nicht aus dem fußballerischen Bereich, wenn doch auch gerne. Ich würde meinen Vater sagen, der ist mit nichts hergekommen und hat was aufgebaut. Und ich versuche halt alles, um meinen Vater stolz zu machen und ihm das Zehnfache zurückzugeben, was er für uns getan hat. Weil der hat wirklich 2, 3 Jobs gemacht, um dass wir Kinder alles haben. Wenn wir zum Beispiel die neue Snake-Schuhe wollten, hat er alles dafür getan, hat Überstunden gemacht, damit wir die Schuhe haben. Und von einem Land, wo von irgendwo herkommen, wo du nicht die Sprache sprichst und so in ein Land kommen, dass du dir alles selber aufbaust, ziehe ich meinen Hut vor. Und ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. Deswegen versuche ich alles, was ich mache, für ihn zu machen oder für meine Eltern. Das ist richtig schön. Sehr coole Antwort. Du darfst nur noch 3 Apps auf deinem Handy haben. Welche sind das? WhatsApp, Fotos und YouTube. YouTube? YouTube. Okay, sehr gut. Die beste Serie all time? Blacklist. Okay, sehr gut. Dennis, das war's schon. Top. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.